Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild hier bei Because Gaming ist Fun zusammen mit Grischi. Moin moin und Sascha. Hallo, wir sind in der Gerudo-Wüste angekommen, beziehungsweise in der Oase, ich habe den Namen vergessen. Wir haben hier einen Goron direkt. Quatsch mal mit ihm. Stradon, ich sehe mir gerade den Sandsturm an. Willst du mitmachen? Sandsturm? Sandstürme sind in der Wüste eine große Gefahr. Wenn man da hineingerät, kann man sich leicht verirren. Okay. Der Sandsturm, den man von hier sehen kann, klart angeblich jeden Tag für ein paar Stunden auf. Ich will zu diesem großen Turm, aber ich muss den richtigen Zeitpunkt abpassen. Der Turm müsste aber für das nächste Gebiet schon sein. Hab ich mir auch gerade gedacht, ne? Oh, wird für das Gebiet hier sein. Ja. Für noch so ein Riesending, ey. Eieiei. Was haben wir hier? Okay, hier mal mit einer Quest. Das machen wir aber gleich. Ich habe eben gerade nämlich in zwischen der Aufnahme einmal ganz kurz gespielunkert. Oh. Weil ich mir das fast gedacht hatte. Jetzt hau ich den voll gegen den Kopf. Nee. Ganz asozial sind wir ja nicht. Nur Link, ne? Silberne Rubine, 100 Rubine. Nice. So, was für eine Sidequest hast du schon wieder für uns? Ja. Oh, guten Tag. Kennen wir uns nicht? Oder doch nicht? Ich bin aus dem Dorf der Orni hierher gekommen. Dorf der Orni? Ja, aus dem Dorf der Orni. Von hier aus liegt es ganz weit im Norden. Ein kleines Dorf im Tabanta-Grenzland. Einerseits bin ich froh, dass ich aus dem Dorf der Orni zum Geldverdienen hierher gekommen bin. Aber um den Mittag rum ist die Hitze hier echt unerträglich. Ich kann keinen Schritt weiter gehen. Auch wenn sie mich nicht reinlassen. Von außen würde ich mir die Stadt schon mal gerne ansehen. Ich habe gehört, aus Insekten mit Kühlungseffekt und Monstermaterialien kann man ein Mittel gegen die Hitze machen. Jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der mir so etwas verkauft. Insekten mit Kühlungseffekt scheint es nur an kalten Orten der Gerudo-Hochebene zu geben. Aber ich habe Angst vor den Monstern dort. Deshalb habe ich aufgegeben, das Mittel selbst herzustellen und sitze jetzt erstmal hier fest oder sowas. Aber da habe ich zugegeben, da muss ich jetzt gerade auch keinen Bock loszulatschen. Nee, ne. Verkauft die vielleicht was? Ich freue mich. Hier wird die Wassermelone, die Melone und Dings. Ja. Ne, okay. Was ist mit dir hier? Ach. Savak! Ja, wer bist du? Sag mal, bist du etwa ein Voi? Ja, oder? Ja, schon. Aber ein ziemlich mickriger. Danke. Oh, entschuldige, ich bin Powder. Ich komme aus Gerudo-Stadt. Dieser dumme Brauch, ich hab's langsam satt. Brauch? Ja, ja. Ein Hylianer wie du hat damit eigentlich nichts am Hut, aber wenn jemand im Gerudo-Stamm mein Alter erreicht, fangen alle um sie herum an, sie zu nerven. Weswegen? Das weißt du nicht. Wenn eine Gerudo ins geeignete Alter kommt, verlässt sie die Stadt und sucht in der weiten Welt ihr Glück. Unser Stamm besteht nur aus Frauen. Deshalb ist das auch die einzige Gelegenheit für uns, einen Mann zu finden. Das Problem ist, dass ich nirgendwo Arbeit finde. Ich bin zwar eine geschickte Schneiderin, aber diese Kunst scheint im Moment nicht sehr gefragt zu sein. Und solange ich hier nicht wegkomme, lerne ich natürlich auch keine Voi kennen. Gibt es denn nirgendwo einen Ort, wo ich gebraucht werde? Wissen wir im Moment nicht, dass jemand irgendwo einen Schneider braucht? Oh, du vertickerst mal wieder ein paar Pfeile. Es gibt also auch noch Blitzpfeile. Ja. Das ist äußerst interessant. Ansonsten scheint es ja erstmal nichts weiter zu geben. Nur noch drei Gesprächspartner. Ja, richtig. Savak. Der Titan scheint jeden Tag näher zu kommen. Wann werde ich endlich wieder nach Gerudo-Stadt zurück können? Na, dieses riesige Ungetüm, das durch die Wüste stampft. Seinetwegen gibt es diese Sandstürme. Und wer sich zu nah heranwagt, wird in Asche verwandelt. Ich traue mich jedenfalls nicht zurück nach Gerudo-Stadt. Gerudo-Stadt. Eine Stadt südwestlich von hier, in der wir Gerudo leben. Und die größte Siedlung hier in dieser Gegend. Es gibt dort einen Marktplatz und ein Gasthaus. Und eigentlich ist rund um die Uhr immer etwas los. Aber du hast leider Pech, denn Voi ist dazu Tritt verboten.
Genau das gleiche, was wir schon mal gehört haben. Ja. So ein Ärger. Seit dieser Titan aufgetaucht ist, kommen hier kaum noch Kunden vorbei. Das Stampfen mag etwas stören, aber willst du nicht vielleicht trotzdem hier übernachten? Na, okay. Nö, sorry. Savai und Zawork. Ja, du bist aber schon, oder? Hm? Oh, tut mir leid. Vasak. Ja, gut. Shoppen wollen wir nicht. Wollen wir sonst noch hoch da, die Leitmann? Ja, schon mal hochgucken. Fände ich schon interessant, was uns da erwartet. Vielleicht bekommt man da auch nochmal eine bessere Aussicht auf den Titan. Aber mir schleicht irgendwie das Gefühl, ohne Anti-Hitzemittel werden wir nicht durch die Wüste kommen. Ja, ich sehe den Titan fast. Fast. Das da hinten dürfte dann Gerudo Stadt sein, wa? In der Tat. Okay, sie ist verschwunden. Tja, was machen wir? Tja. Genau gegenüber wäre noch die Oase mit dem anderen Schrein. Aber da wütet der Sandsturm. Ich würde sagen. Let's try this. Okay, Sascha sagt direkt. Okay. Das war ein langer, harter Versuch. Don't try this. So, wer bist du denn hier noch? Siehst ja fast aus wie ich. Oh. Wer bist du denn? Ein Reisender. Oh. Aha, ich gehöre zu einer Gruppe von Kaufleuten. Wir wollten nach Gerudo Stadt, um dort Handel zu treiben. Aber anscheinend dürfen nur Frauen in die Stadt. Der ganze Weg umsonst. Unser Anführer ist schon vor Gerudo Stadt und versucht, einen Weg in die Stadt zu finden. Oh. Aber wenn er Erfolg gehabt hätte, wäre er sicher schon wieder hier. Meinst du nicht, er wäre auch dann wieder hier, wenn er keinen Erfolg gehabt hätte? Tja. Dieser Sandsturm soll angeblich jeden Tag mehrere Stunden lang abflauen, aber bisher merke ich davon nichts. In den Tiefen des Sturms sollen die Schätze einer vergangenen Zivilisation versteckt sein. Deswegen stehe ich hier und warte, dass der Sandsturm nachlässt, damit ich mich auf die Suche machen kann. Vielleicht bin ich eine Fehlinformation aufgesessen. Ach, und wer bist du eigentlich? Jo, never mind. Verschwinde, Sandsturm. Siehst du, das ist eine Quest. Ja. Nein. Vom Wüstenwasser aus sieht man einen Sandsturm. Hinter ihm soll ein Schatz auf. Bla, passt Zeitpunkt ab, an dem Sandsturm verschwindet und suche nach dem Schatz. Ja, gut. Dann sollten wir vielleicht doch nochmal zurück zu dem Typen, der die Libellen verkauft hat, ne? Keine von dies, hier ist sonst was. Questbarsch. Geht auch nix. Hast du irgendwas gegen Frost dabei? Ja, hi. Ja, das freut mich aber. Ja. Sag mal her. Ja. Die Frostlibelle. Ihre Flügel sind halt eine Art Kühlmittel, mit dem sich eine Medizin gegen Hitze herstellen lässt. Und kauf gleich mal 5 Stück, scheiß drauf. Nehmen wir gleich alle 5. Mhm. Jojo, passt schon. 50 Rubine. Okay. So, wenn wir jetzt noch eine Ahnung hätten, mit was zusammen? Achso, wir können ja erstmal ihr was geben, ne? Meinst du, wenn wir ihr so eine Frostlibelle geben, gibt sie uns gleich so ein Mittel? Ich nehme an, wir müssen für sie zusammen craften. Oh, guten Tag. Und dafür bin ich den ganzen Weg hergekommen. Aber die Hitze ist unmöglich nach Gerudo Stadt. Bla. Medizin gegen Wüstenhitze. Ja, Medizin. Aus Insekten- und Monsterzutaten. Okay, meinst du, es macht Sinn, mehrere Dinge zusammen zu craften? Oder einfach nur eine dazu? Eine Zutat erstmal, ja. Achso, Quatsch.
So, auf jeden Fall so eine Frostlibelle. So. Und dann? Mit einem... Warte. Hat man nicht irgendwo so ein Eisfledermaus Dingskirchen? Hatte ich auch gedacht. Mach mal sortieren. Hm. Y. Hm, scheinbar nicht. Oder ist immer nur eine Seite für eine Seite? Nee. Ja, warte, wir sollen ja aber Ungeheuer-Kram reinpacken, also müssten wir hier hinten auf dieser Seite zuschlagen. Schleimgelee, Moblinherz. Schmeiß rein. Das was, das kann doch gar nichts werden. Kühlungsmedizin. Verbessert den Temperaturausgleich deines Körpers und lässt sich selbst größte Hitze standhalten. Ein Muss für Reisen durch die Wüsten. 3 Minuten 40. Tja, dann hau davon mal noch 4 rein, ne? Ja, gleich 4? Oder nochmal eine andere Kombo probieren? Ja, gerne nochmal eine andere Kombo probieren. Probier es mal mit dem Herzen zusammen. Okay. Herz ist doch schon geiler als so ein Horn. Manchmal muss ein bisschen Fleisch mit Beine. Richtig. Oh, 5 Minuten 40. Ja. Dann auf jeden Fall das doch. Oder noch was anderes probieren? Ja, gerne, hau raus. So, no limit to creativity. Ja, komm, hau raus, Moblinherz. Alles klar, jetzt wird's aber richtig. 10 Minuten. Ich sag 6 Minuten 30. Und Level 2. Meinst? Ist ein stärkeres Herz. 5 Minuten 40. Hatten sich nicht geändert. Gut, ich würde sagen, wir geben dann hier schon mal einen ab. In Hoffnung, dass es das 330er Ding ist. Oh, kann das wirklich wahr sein? Hier, die Medizin. Vielen Dank, jetzt kann ich die Wüste überqueren, solange es noch hell ist. Nimm dies als im Austausch für die Medizin. Oh, mal hin. Guck mal, haben wir unsere 5 wieder raus, ne? In der Sprache der Gerudo sagt man Sack, Sack, um sich zu bedanken. Sack, Sack. Okay, so. Meinst du, so sollten wir durchkommen, oder? Ja. Liegt sich der Sandsturm gerade rechts? Sieht nicht ganz so aus. Naja, irgendwie nicht. Aber jetzt wird es langsam kälter. Jetzt müsstest du auch so durchkommen. Ach, 17:30, ja. Wir geben mal ein bisschen Stulle. So, gut, dass wir Kühlungsmedizin gemacht haben. Wir müssen ja auch irgendwann wieder zurückkommen, ne? Das stimmt. Nicht, dass wir uns dann zurückporten könnten, aber... Stimmt, wenn wir einmal da waren, können wir auch einmal den Schrein aktivieren, ne? In der Tat. Gut, aber wir werden nachts erfrieren. Nee, eigentlich würde ich jetzt eigentlich ungern kämpfen. Da komme ich irgendwann anders nochmal drauf zurück. Ja, ja, ich weiß, dass da ein Schrein ist. Nee. Ich kann ihn zufällig sehen. Bist du der Postbote? Bist du der Postbote? Nee, bist du nicht. Was tue ich jetzt bloß? Ein Woi hat mich angesprochen. Beruhige dich, Kyra. Am besten grüße ich ihn einfach freundlich. Savak! Savak! Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Kyra, ich bin vom Stamm der Gerudo. Sobald die Wai unseres Stammes ein bestimmtes Alter erreichen, ziehen sie in die weite Welt hinaus. Und zwar auf der Suche nach neuen Erfahrungen. Mit etwas Glück findet man dazu auch noch den Woi seiner Träume. Seit dem Augenblick, an dem ich dich erblickt habe, weiß ich es. Willst du den Rest deines Lebens mit mir verbringen? Doch, dein Tu ist... Oh, so ist das also. In dem Fall verabschiede ich mich lieber. Auch wenn es für dich vielleicht nicht so aussieht, aber ich bin beschäftigt. Mach's gut, Savork. Und dann wieder Faust. Alkuden Kellers. Sascha, was soll das nur werden? Tja.
Wir haben Zelda. Ja. Und ich würde Zelda auch vorziehen. Ja, ist gut jetzt, du Scheiß. Pippe, ey. So, das ist ja bestimmt das Schiffe hier. Aber ich will erstmal in den Guru-Schieße-Schrein. So, direkt in da. Sascha will auch mal wieder einen Schrein machen hier. In der Tat. So, mal gucken, was uns jetzt erwartet. 5-mal Eisen. Wait, what? Natürlich krieg ich den Tricking-Shit hier. Aber ich glaube, ich habe schon eine Ahnung. Stell dich nicht so an, hier, du dummes Ding. Genau das wollte ich. So. Warum krieg ich den Tricking Shit hier? Ich habe nur 2 von den Dingern und ich soll alles aktivieren? Wie stellst du dir das denn vor? Ah, nee, warte mal. Ich sehe. I see. Snooping as usual. Warte mal, jetzt muss ich trotzdem überlegen. Das geht hier rein, das geht hier rein. Das heißt, es wird nicht reichen, wenn ich dich hier platziere. So schon gar nicht. Okay, never mind. Das macht Schaden. Ich sehe es. I see. Habe ich auch schon festgestellt. Was ist denn da oben? Ich brauche erstmal kurz was zu futtern. Ja. Reicht das? Irgendwie muss ich ja dieses Tor hier aufkriegen. Genau, deshalb würde ich sagen, den noch dahin. Haltet ihr denn eure Verbindung, wenn ich dich jetzt da wegnehme wieder? Ich würde das sagen, nein, oder? Doch nicht. Ist das schon mal der falsche Start? Dann muss ich erstmal hier starten und ich das den da raufballer. So, dass ich möglichst viel erwische. Das war gut. Noch ein Stück weiter? Ja, meinst du, das reicht? Du hast eben noch viel mehr aktiviert. Ja, aber gerade will ich gar nicht so viel. Ich will gerade nur die eine Verbindung für das eine Tor. Richtig. Ich kann hier nicht mehr die Klippe runter. Funktioniert so nicht. Mittiger? Wenn du dafür das Fass nimmst und den dicken dazwischen stellst? Ja. Genau, den Jungen einfach mal dahin. Und den nur zwischen die beiden. Das würde ja erstmal reichen. Ohne dass du dich selber grillst. Genau, das sollte das Tor auf sein. Indeed. Genau. Haben wir weiteres Fass. Das ist ja schon mal ein guter Start. Was wir damit machen, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das kannst du rübergehen und kannst auch diese letzte kleine Verbindung überbrücken, um den nächsten Stein zu kriegen, den du dann damit hinstellen kannst, um alles freizuschalten. Yeah, I see what you meant there.
bisschen. Jo. Ja. Dummerweise brauche ich noch einen Stein, um da weiterzumachen. Aber der Stein öffnet doch das Tor für den Stein. Wait a second. Ah, na. Stell mal den Stein. Ja, das ist ja für die Tür. Das brauchen wir nicht. Das ist nur die Kiste. Das ist nur die Kiste. Habe ich denn noch irgendwas übersehen? Scheint nicht so erstmal. Kannst du sonst den Stein da weglassen? Reicht das? Oder da bricht dann die Verbindung komplett, ja. Okay. Wenn du das Fass da hinstellen würdest, dann geht das Elektro-Ding bis da unten. Und wenn du dann... Wo brauche ich denn die Verbindung hier oben? Wo gehst du hin? Du gehst hier rüber? Das ist die Tür. Für beide. Ist da oben noch irgendwas? Nee. Ach Gott. Gott, 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 Gott. Logik. Kannst du sonst den mal unten weglassen? Ja, dann kommt der Strom rüber. Genau, pass auf. So, zack. Jetzt hast du ja da oben Strom. Ja. Und wo willst du damit hin? Kriegst du den Stein da in die Mitte. Das wird nicht reichen, ne? Um den Strom überspringen zu lassen. Nee. Probier's mal. Nee, nie im Leben. Du musst ja da hinten auf der Palette stehen. Okay, anders. Kannst du jetzt den Stein von Objekt zu Objekt ziehen, den Strom, sag ich mal. Also wenn der da dran steht, ja. Du stellst jetzt ein Fass daneben und noch ein Fass daneben, dass es direkt da drüber springt. Weißt du, so tricky object-like einfach nur. Dass du dich jetzt nicht umbringst, wenn du das Ding dagegen haust. Das scheint überhaupt nichts zu bewirken, weil der Strom... Dann vergesse er auch den Gedanken gleich wieder. Ja, lauf halt woanders hin, finde ich in Ordnung. Genau, stell dich mal so hin und guck mal drauf, bitte. What the fuck, Alter, was stimmt denn manchmal nicht mit dem Controller? So, pass auf. Kennst du diese Rätsel so, du hast 5 Streichhölzer, du darfst einmal brechen und jetzt mach das und das damit? Naja. Das dahin, das dahin, dann komme ich immerhin schon mal an die Kiste ran. Komm, dann snack ich mir jetzt erstmal die scheiß Kiste. Warte, ich muss kurz gucken. Das ist die Kiste, das ist die Kiste, ja. Reicht nicht. Nein. Why, Game? Why? Wird das da aber auch nicht reichen. Nee, wieso? Mach doch mal. Ich glaube, das ist einfach nur, da muss man 1 Millimeter nach links. Wow. Ja. Achso, der kann einfach in die Mitte davon gestellt werden. Genau. Du brauchst noch irgendwie einen kleinen, für hier. Und dann muss der große da vorne hin. Läuft einfach weiter. Ob du die Truhe jetzt mitnehmen kannst? Das wäre eine Option. Weil das wäre das Einzige, was Sinn macht, tatsächlich. Das macht tatsächlich Sinn, ja.
Nice. Das kriegen wir hin, aber. Scheiße, die Fackel. Ja. I don't give a damn. Sehr schön. So, und jetzt haben wir nämlich alles. Den ganzen Shit hier vorne. Das sind das, die drei kleinen. Der Stein kommt dazwischen. Fertig. Ich muss jetzt auch immer jemand drauf kommen, dass das eine leitende Truhe wird, ey. Heil dich bitte, bevor du gleich stirbst. Halleluja. Aber nicht schlecht. Dezent nervig, aber ja. Ja, wenn man es einmal kapiert hat, ne, dass die Truhe leitet. Nice, das heißt, wir könnten uns auch porten und ein Herz holen. Ja. Dann haben wir 5 Herzen. Schisch. Das war aber auch echt knapp zu rechnen. Ja, glaub ich dir fast. Habe ich letztes Mal fast gesehen. Und in die Stadt kommen wir leider erst in der nächsten Folge. Ich würde gerne noch reingehen, darf ich aber nicht mehr. Was ist los? Da haben wir das Sidequest mal wieder. Liebe Leute, ich danke euch vielmals fürs Zusehen und bevor ihr noch nächstes Mal wieder dabei seid, haut rein. Bis die Tage. Ciao. Tschüss.